Nächste Frage hat der Reitschuster. Regierungszoff vor laufender Kamera, dass sich Ministeriumssprecher in die Haare geraten auf der Bundespressekonferenz, das erlebt man nicht jeden Tag. Das war heute hier der Fall. Es ging um die Masken. Ich fand das ausgesprochen interessant heute und ich war auch sehr angetan von der Bundespressekonferenz heute, muss ich sagen, weil da wirklich massiv kritische Fragen gestellt wurden, gerade auch von Kollegen, die ich hier sonst selten sehe. Und da passierte das, was ich ja sonst immer so vermisse, dass die Bundesregierung gegrillt wird. Nicht buchstäblich, Gott bewahre, das wollen wir natürlich nicht, aber journalistisch. Und da kam es dann auch dazu, was eigentlich ja immer der Fall sein sollte oder öfter, dass man selber schon die schöne kritische Frage hat und der Kollege, die einem dann vorher aus dem Mund nimmt. Hier war das der Kollege Rinke von Reuters, der eben fragte, was die Bundeskanzlerin zu diesem Regierungsstreit sage. Und jetzt schneide ich Ihnen da einfach mal ein bisschen was zusammen. Es ging hier um die Maske. Also wie gesagt, heute wirklich, das hatte journalistischen Wert und auch Unterhaltungswert, diese Befragung der Bundesregierung zu den Masken. Voilà. Herr Gavrilis hat die nächste. Ja, mich würde vom Arbeitsministerium interessieren. Ich weiß nicht, ob es anwesend ist. Herr Spahn hat heute Morgen auch gesagt, dass es im Übrigen die Idee des Bundesarbeitsministeriums gewesen sei, die Masken an Obdachlose unter anderem zu verteilen. Kann das Arbeitsministerium dazu Stellung nehmen? Stimmt das? Wir tauschen hier gerade mal, damit wir nicht zu viel Unruhe haben. Und dann will aber auch das BMG dazu gerne noch was sagen. Vielen Dank für die Frage. Ohne Zweifel hat sich das BMAS immer dafür eingesetzt, FFP2-Masken an vulnerable Gruppen zu verteilen. Allerdings, und das ist jetzt der springende Punkt, natürlich zertifizierte Masken, so wie es vorgesehen war. BMG, BMAS und die Länder haben sich im vergangenen Jahr auf einen Prüfgrundsatz für Schutzmasken geeinigt. Auf deren Einhaltung hat das BMAS stets bestanden. Es gab jetzt im Verlauf, den möchte ich gar nicht detailliert hier darstellen, das würde zu weit führen, einen Vorschlag des BMG, für diesen Versand von Masken ein neues Prüfkriterium zu entwickeln. Dem haben wir hart widersprochen. Am Ende ist es so gekommen, wie es aus unserer Sicht auch richtig ist. Wir haben diese Masken nicht mit unserer Zustimmung an vulnerable Gruppen versandt, sondern man hat sich, wie von Herrn Seibert gerade angesprochen, im Kabinett darauf geeinigt, diese in die nationale Reserve zu tun, was bedeutet, dass sie in absoluten Ausnahmezuständen in den Umlauf kommen können. Dem darf ich kurz widersprechen von dieser Stelle aus, auch wenn das ungewöhnlich ist. Es ist kein neues Prüfkriterium entwickelt worden. Dieses Prüfkriterium gab es schon. Und es war jetzt nur die Frage, ob es weiter angewendet werden soll in der Pandemie oder nicht. Was ich bestätigen kann, es war Idee des Arbeitsministeriums, die Einrichtung mit kostenlosen Schutzmasken zu bedenken. Und der haben wir uns auch angeschlossen. Und dann ging es halt um die Frage, welche Masken man nimmt. Zusatz? Mich würde nochmal vom Arbeitsministerium interessieren, wenn ich das richtig verstanden habe, dann müsste Ihnen der Sachverhalt ja seit einem Jahr ungefähr bekannt sein, auch die sozusagen die Vorwürfe in Richtung Gesundheitsministerium. Warum erst jetzt? Warum erfahren wir erst jetzt darüber? Ist das Zufall? Nee, das ist kein Zufall. Es wäre auch ehrlich gesagt nicht in unserem Interesse gewesen, dass regierungsinterne Kommunikation irgendwie medienöffentlich wird. Denn im Normalfall ist es ja so, dass Ressorts Meinungsverschiedenheiten auch zwischen den Ressorts klären. Leider steckt man da nicht immer drin. Manchmal gehen Infos nach draußen. Für uns war wichtig, von Anfang an zu sagen, wir widersprechen eben diesem Vorhaben, neue oder andere Prüfstandards anzuwenden, sondern wir bleiben bei dem im März letzten Jahres zwischen BMG, den Ländern und BMAS vereinbarten Schutzkriterien. Das ist dann ja auch so eingetreten, sodass wir hier keinen weiteren Handlungsbedarf mehr gesehen haben. Herr Rinke. Ich würde ganz gerne nochmal zu dem Thema Masken zurückkommen und Herrn Seibert fragen, ob angesichts des doch relativ ungewöhnlichen Streits zwischen den beiden Ministerien die Kanzlerin sich da direkt eingeschaltet hat. Gab es Gespräche mit den Ministerien oder besser gesagt mit den beiden Ministern?
Die Bundeskanzlerin ist ja grundsätzlich regelmäßig mit Ministern und Ministerinnen ihres Kabinetts im Gespräch. Da berichte ich jetzt nicht im Einzelnen darüber. Ich denke, das Entscheidende ist, dass wir die Sachfragen klären. Und da steht ja vor allem die Frage im Raum, ist sicher, infektionsmäßig sicher, was da an Masken auf den Markt kommt, beziehungsweise was zur Verteilung anstand, beziehungsweise jetzt in die nationale Reserve übernommen wurde. Und das, glaube ich, kann das BMG, hat das BMG jetzt erneut sehr klar dargelegt. Kurze Nachfrage jetzt an die beiden Ministerien. Hat es eigentlich einen direkten Kontakt jetzt zwischen den beiden Ministern gegeben, um diesen Streit auszuräumen? Die Minister stehen in ständigem Kontakt. Ja, kann ich bestätigen. Herr Kliss. Justus Kliss, ARD Hauptstadtstudio. Was ich noch nicht ganz verstehe, Frau Haas, Sie sagen, diese Masken sollen nur in absoluten Ausnahmesituationen ausgegeben werden. Heißt das dann, Herr Kautz, dass die Masken, die in der nationalen Reserve sind, eventuell dem Dasein fristen, dann irgendwann in der Müllverbrennung zu landen und gar nicht mehr eingesetzt zu werden, dass da ordentlich Geld verbrannt worden ist? Kann das sein? Nee, das würde ich so nicht sehen. Also Sie müssen das eigentlich so sehen, dass vom Arbeitsministerium diese Prüfmaßstäbe angezweifelt wurden in der Annahme, dass die Pandemie zu Ende sei. Also das ist mal eine Aussage. Das Arbeitsministerium ging davon aus, dass die Pandemie beendet sei. So etwas bekommt man dann erst beim zweiten Anschauen richtig in den Kopf, sonst hätte ich da gleich nachgehakt. Aber ich kann das ja nachholen. Auf jeden Fall spannend, dass das Arbeitsministerium die Pandemie für beendet hielt. Da würde ich wirklich sehr gerne die Details wissen. Also das sind Masken, die für Hochphasen von Pandemien geeignet sind oder für eine Pandemie geeignet sind. Und das war ja nun nicht der Fall, dass die Pandemie im Herbst gab es diesen Meinungsverschiedenheit darüber, dass da die Pandemie vorbei war, ist ja mitnichten der Fall. Wenn ich nur einmal ergänzen darf, weil es eben bei Ihnen hieß, die vom BMAS angezweifelten Prüfnormen, auf die haben sich ja BMAS und BMG geeinigt. Das finde ich ist nur relativ wichtig, das dazu nochmal zu sagen. Nur ein Zusatz, was heißt denn dann Ausnahmesituation, Frau Haas? Ausnahmesituation heißt, ich müsste jetzt im Infektionsschutzgesetz das noch mal einmal wörtlich irgendwie nachlesen, in dem Moment, wo eine derartige Maskenknappheit herrscht, dass die Bevölkerung nicht versorgt werden kann mit Masken, das zielt so ein bisschen auf die Frage des Kollegen, dann würde man auf diese Masken zugreifen. Da aber derzeit, wie Herr Kautz ja auch darstellte, hinreichend Masken vorhanden sind, die alle Zertifikatsnormen erfüllen, besteht im Moment die Notwendigkeit dazu nicht. Vielleicht können wir auch einfach froh sein, dass wir anders als in der Situation des letzten Jahres, als es eine absolute Notlage gab und die erforderlichen Masken einfach nicht verfügbar waren, nicht in Deutschland und auch kaum auf dem Weltmarkt zu bekommen, dass wir jetzt eine nationale Reservegesundheitsschutz haben, in der wir diese Masken vorhalten für einen Tag, an dem wir sie möglicherweise brauchen und wo wir nicht wieder in die Notlage verfielen, die wir im Jahre 2020 haben. Und dass wir in dieser nationalen Reserve Gesundheitsschutz jetzt diese zertifizierten Masken haben, nach Beschluss des der Bundesregierung und des Bundestages, das ist doch eine gute Sache. Das ist nun wirklich erstaunlich, wie Merkels Sprecher versucht, den Streit in der Bundesregierung und die Panne mit diesen Masken nun zu einer guten Sache umzudefinieren. Faszinierend. Wir können jetzt weiter in der Reihenfolge. Herr Jessen, Herr Jung, Frau Buschow, Herr Gavrilis, Herr Rinke. Herr Jessen. Ich verstehe den Konflikt so, dass das Arbeitsministerium sagt, zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Verbleib dieser Masken letzten Herbst oder wann das war, lag die nach den damaligen Kriterien nötige Zertifizierung nicht vor. Woran hat es Frau Haas konkret gemangelt? Wir haben uns mit dem BMG auf einen, nennt sich CPA-Standard, geeinigt. Und diese Masken tragen nicht das, wenn Sie so wollen, CPA-Siegel. Sie sind nicht darauf getestet. Und wenn das Gesundheitsministerium sagt, das ist ja aber nur ein Streit um die Norm. Bezweifeln Sie, Herr Kautz, dass diese Norm damals galt? Und wenn die Masken tatsächlich das Siegel nicht hatten, wieso hätte man sie dann dennoch
wie von Ihnen geplant einsetzen können? Wir haben uns im Februar auf eine Norm geeinigt, um das nachzuprüfen. Das ist richtig. Im Herbst gab es diesen Konflikt, ob man diese Masken einsetzen kann oder nicht. Dafür wäre noch zusätzlich zum Beispiel eine Temperaturkonditionierung notwendig gewesen, 24 Stunden bei 70 Grad und weitere 24 Stunden bei 30 Grad und dann immer noch einsetzbar müssten diese Masken sein. Das ist letztendlich sind das Definitionen des Arbeitsschutzes, die wir finden in einer Pandemie so nicht anzusetzen sind, denn es kommt uns bei den Masken, die wir einsetzen, zum Infektionsschutz ausschließlich auf den Infektionsschutz an. Aber diesen Streit müssen wir hier nicht oder diese Meinungsverschiedenheiten über Prüfnormen, glaube ich, sollten wir hier nicht aufmachen. Das sehe ich genau umgekehrt. Ich denke, ein Streit innerhalb der Regierung ist etwas, was Journalisten aufmachen müssen. Und sie tun es ja auch, Gott sei Dank. Hey, 70 Grad und minus 30 Grad für die, die auch an diesen Details interessiert sind. Plus allerdings auch die Dauer, die empfohlene Tragedauer, das ist vielleicht der etwas wesentlichere Punkt an dieser Stelle. Moment. Schade, dass man so selten zu Wort kommt, weil so viel Gedränge ist auf der Bundespressekonferenz. Aber das muss man sich jetzt auch nochmal im Munde zergehen lassen. Also da werden für Millionen Steuergelder Masken nicht verwendet, weil sie eine Arbeitsschutzbestimmung nicht erfüllen, wonach sie bei minus 30 und bis zu plus 70 Grad ihre Funktion erfüllen sollen. Auch das faszinierend. Aber Steuergelder sind ja da, wir bezahlen sie ja. Herr Jung. Diese CPR-Masken, das sind ja Corona-Pandemie-Atemschutzmasken, die landen jetzt in der nationalen Reserve für den Fall, falls mal keine Corona-Pandemie ist, sondern eine andere Notlage herrscht. Habe ich das richtig verstanden? Eine andere pandemische Notlage. Ja, aber wenn es nicht CPR-Masken sind, also das sind ja Pandemie-Atemschutzmasken, für welche Pandemie sollen die denn vorrätig gehalten werden? Diese Masken sind zu gebrauchen im Einsatz in einer Pandemie. Obwohl sie nicht CPA sind? Doch, sie können sie einsetzen. Aber die Kollegin hat gerade gesagt, es ist keine CPA-Maske. Es gibt einen Standard, der ist im Infektionsschutzgesetz festgelegt. Das ist der sogenannte CPI-Standard. Es gibt zwei Standards, einmal CPI und einmal CPA. CPA-Standard, das hat die Frau Haas gerade benannt, dieser CPI-Standard, Corona-Pandemie-Infektionsschutzmasken-Standard, der ist im Infektionsschutzgesetz festgelegt, konsentiert und danach können diese Masken eingesetzt werden. Und auf dieser Basis, um es nochmal zu sagen, hat die Bundesregierung das beschlossen im Kabinett, hat der Bundestag das beraten und verabschiedet und ist das jetzt geltende Rechtslage. Es herrscht also Einvernehmen in der Bundesregierung über die Tauglichkeit dieser CPI-Schutzmasken für Infektionsschutzzwecke. Wahrscheinlich bin ich entweder übermüdet oder verblödet oder beides, aber ich habe das Ganze hier so verstanden, dass in den vergangenen 12 Minuten demonstriert wurde, dass hier keine Einigkeit herrscht in der Bundesregierung und jetzt sagt Herr Seibert, es herrscht eben Einigkeit in der Bundesregierung. Ich lasse mich gerne aufklären, was ich hier nicht verstehe, aber es ist verwirrend. Nochmal zum Überblick, Frau Buschow jetzt, dann Herr Gavrilis, Herr Rinke und Herr Reitschuss. Und dann würde ich das Thema Masken gerne abschließen, um noch zu anderen Themen zu kommen. Frau Buschow. Ich habe zwei kleinere Nachfragen, wenn ich darf. Die erste, was ich noch nicht verstanden habe, werden diese Masken jetzt nachgetestet, um vielleicht dieses CPA-Siegel einfach noch zu kriegen? Ist das möglich? Ist das geplant? Ist das schon passiert? Und die andere Frage, Herr Kautz, Sie haben gesagt, 230 Millionen Masken wurden an die Länder gesandt und verwendet. Buschow, für welche Bereiche war das? Auch eine Frage, eine Nachfrage. Ja, dann erstmal die erste. Werden die nachgetestet, war die Frage. Vorstand unter sich. Sie sind zurzeit in der nationalen Gesundheitsreserve und werden teilweise auch eingesetzt von den Ländern. Haben Sie noch eine Nachfrage? Ja, in welchen Bereichen sind denn die Masken, die an die Länder gesendet wurden, eingesetzt worden? Dann müssten Sie sich an die Länder im Zweifel wenden. Das heißt, ob die in diesen Bereichen behinderten Obdachloseneinrichtungen verwendet wurden? Nein, die haben wir direkt beliefert. Also gingen sie doch schon raus an Behinderteneinrichtungen und dergleichen. Ich hatte die Meldungen am Wochenende so verstanden, dass das dann eben
doch nicht der Fall war und nur geplant. Aber die Sachlage ist so verwirrend, dass ich den Überblick hier verloren habe und ich kann mich nicht des Eindrucks erwehren, dass es der Bundesregierung auch nicht viel besser geht. Herr Gavrilis. War nochmal eine Verständnisfrage. Können Sie nochmal zusammenfassen, um wie viele Masken handelt es sich hier eigentlich? Also 230 Millionen Masken dieses Standards, Sie sprechen nur von diesem CPI-Standard, sind bislang ausgeliefert worden. 150 Millionen sind in der nationalen Reserve. Eine Nachfrage. Und können Sie sagen, wie viel das den Steuerzahlenden gekostet hat? Wie viele Mittel sind dafür verwendet worden? Das kann ich Ihnen jetzt aktuell, warten Sie, das kann ich Ihnen aktuell nicht, das liefere ich nach. Für diese 380 Millionen Masken liefere ich das nach, ja. Ja, und mir war dann die Frage nach der Kanzlerin schon aus dem Mund genommen, was auch prima ist, so soll es sein, dass die kritischen Fragen von allen Ecken kommen. Ich hatte dann da eine Verständnisfrage, schauen Sie sich die auch nochmal an. Herr Reitschuster, also, zu dem Thema? Ja, dann nochmal eine Verständnisfrage. Also das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass diese Masken vollständig schützen. Das Arbeitsministerium geht davon aus, dass sie nicht schützen. Sie wurden nicht verteilt. Das heißt, wegen dieses Streites wurden dann die Masken nicht an diese Leute gegeben, die nach Auffassung des Gesundheitsministeriums schützen könnten. Also ich sehe da dann ein ziemliches Konfliktpotenzial. Danke. Wenn ich vielleicht von der Seite aus was sagen darf, wir haben die Qualität der Masken nicht zu beurteilen. Wir haben das Zulass, also die Zertifikate zu beurteilen. Und wir haben uns auf einen Prüfgrundsatz geeinigt und der ist hier unseres Erachtens nicht erfüllt. Und damit haben wir das nicht freigegeben. Wir haben jetzt aber nicht die Qualität der Masken zu beurteilen. Das ist im Grunde genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass es um einen Streit um Prüfnormen geht. Insofern sehe ich jetzt, klar ist das medial entsprechend hochgespielt worden und aufgegriffen worden im Parteienspektrum, aber zwischen dem Ministerium geht es um eine Meinungsverschiedenheit über Prüfnormen, wobei diese Prüfnorm, um es nochmal zu wiederholen, nicht neu ist, sondern entwickelt wurde vom BfArM, vom TÜV Nord, im Infektionsschutzgesetz niedergelegt ist, nach dieser Prüfnorm die Masken geprüft wurden und über 230 Millionen Mal schon eingesetzt wurden im ganzen Land. Also es sind jetzt nicht irgendwelche Masken, die man nie eingesetzt hätte. Ganz konkrete Frage zu den Auswirkungen. War das zu einem Zeitpunkt, als ohnehin diese betreffenden Gruppen ausreichend mit Masken versorgt waren? Oder war es so, dass wegen dieses Vetos die jetzt weniger oder langsamer die Masken bekommen haben? Also was hatte das konkrete Auswirkungen für die Leute, für die diese Masken vom Gesundheitsministerium zugedacht waren? Es gab ja keinen Zeitverzug, sondern wir haben ja Masken genommen, die in Deutschland produziert waren, dann als Alternative, um diese Meinungsverschiedenheiten über Prüfgrundsätze zu überbrücken. Also um Ihre Frage zu beantworten, es sind alle vulnerablen Gruppen zum geeigneten Zeitpunkt versorgt worden mit hinreichend Masken. Ja, da kann man nur hoffen, dass das tatsächlich so ist. Ich hätte auch gerne noch vieles gefragt, weil zum Beispiel mir Leser schreiben, sie hätten welche von diesen Masken bekommen. Und das ist alles sehr, sehr unverständlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Da herrscht offenbar ein bisschen Chaos. Ich weiß nicht, welche Version stimmt, die des Verteidigungsministeriums, dass es nur um diese DIN-Normen ging, beziehungsweise nicht DIN in diesem Fall, sondern nur um irgendwelche Normen, oder die des Arbeitsministeriums. Und man sieht, wie da Politik betrieben wird. Es gab ja den Vorwurf an Spahn, dass er das an die Hartz-IV-Empfänger verteilen wollte. Da ging es heute nicht so sehr darum. Also da wird auch ein sehr starkes politisches Spiel betrieben. Auf jeden Fall hat sich da die Regierung in meinen Augen überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert. Andererseits muss man sagen, naja, dass sich Regierungen untereinander streiten, das kommt vor. Dass sie das dann allerdings noch auf der Bundespressekonferenz tun und da vorher kein Machtwort gesprochen wird, etwa von der Kanzlerin, spricht schon dafür, dass ihr hier in diesen Bereichen, wo es um Sachpolitik geht,
doch entweder einiges entgleitet oder sie nicht sich darum kümmert, was man im Gegenteil bei Machtpolitik nicht sagen kann. Da hat man den Eindruck, dass sie da alles sehr, sehr stramm in der Hand hält. Das ist erstaunlich. Ich habe dann noch eine weitere Frage gestellt zu einem Artikel, den ich heute auf der Seite habe, wonach, es ist unfassbar, in Berlin laut einer Antwort des Senates auf eine Anfrage des Abgeordneten Lute von den Freien Wählern 11 Menschen nach einer vollständigen BioNTech-Impfung gestorben sind. Es sind auch 48 Menschen nach vollständigen Impfungen ins Krankenhaus gekommen mit Covid-19 bzw. Corona-positiv. Auch diese Toten Corona-positiv, also sie sind an Covid-19 gestorben, laut Senat. Ansonsten wahrscheinlich noch mehr, die nach einer Impfung gestorben sind, warum auch immer. Und diese Zahlen sind sehr, sehr merkwürdig, weil bei AstraZeneca zum Beispiel hier kein einziger Fall aufgekommen ist. Und da gibt es doch einigen Erklärungsbedarf. Dazu habe ich heute den Sprecher von Jens Spahn gefragt. Schauen Sie sich die Szene an. Herr Reitschuster. Eine Frage an Herrn Kautz. Laut dem Berliner Senat sind nach vollständiger Impfung, also 2 Wochen nach der letzten Impfung, 11 Personen an Covid-19 oder mit Covid-19 gestorben, alle mit BioNTech geimpft und bei Hospitalisierten gleiche Zahlen, 45 von 48 mit BioNTech geimpft. Erhebt der Bund auch solche Statistiken, um da mögliche Zusammenhänge herauszufinden? Danke. Ja, Sie wissen, dass wir das tun, Herr Reitschuster. Das haben wir verschiedentlich an dieser Stelle gesagt, dass das PAI die Impfkampagne bewertet, wöchentlich dazu Zahlen auch veröffentlicht. Zahlen des Berliner Senats werde ich jetzt hier nicht kommentieren. Zusatz? Also Ihnen ist im Moment anhand dieser Zahlen, Sie sagen, Sie haben die, ist Ihnen da bekannt, dass es eine ähnliche Häufung gibt bundesweit? Und wenn ja, was ziehen Sie daraus für Konsequenzen? Danke. Nein, ist mir nicht bekannt. Zunächst mal sind Sie es ja auch, der behaupten, dass es da einen inneren Zusammenhang mit der Impfung gibt. Doch, genau. Nein. Das tun Sie. Nein, habe ich nicht. Gut. Menschen sterben und auch geimpfte Menschen können sterben und es ist jedem Verdachtsfall nachzugehen und das wird ja genau vom PAI auch gemacht und auf europäischer Ebene von den anderen Instituten, ob ein Fall tatsächlich zusammenhängt, kausal, mit der Tatsache, dass der Verstorbene vorher geimpft war. Es geht mir nicht um die Impffolgen an sich, sondern darum, dass hier Menschen an Covid-19 nach der Impfung gestorben sind, sage ich hier, aber mein Mikro ist leider schon abgeschaltet. Genau dem ist nachzugehen und das, denke ich, wird genau da geschehen, wo es auch hingehört, ins Paul-Ehrlich-Institut, in die internationalen Wissenschaftlergremien, die diese Dinge ständig auswerten. Herr Tusser, ich will nicht Ihre Frage abwürgen, ich will nur darauf hin, dass wir keine Talkshow sind, das gilt für alle hier. Das ist gut, dass das für alle gilt, nur ist schade, dass das Mikrofon bei manchen schneller abgeschaltet ist als bei anderen, aber Zufälle gibt es eben. Mein Eindruck war hier, dass Herr Seibert die Frage nicht richtig verstanden hat, so zumindest mein Eindruck, weil es ging mir nicht darum, dass generell Menschen nach den Impfungen versterben. Und da ist tatsächlich die Frage nach dem Kausalzusammenhang, wobei mein Eindruck ist, dass man bei Corona-Infektionen dazu neigt, immer zu sagen, naja, an Corona gestorben, beziehungsweise dass eher in diese Richtung hinstellt und bei Impfungen dann genau das Gegenteil eher tut, sagt, naja, man weiß ja nicht, ob es einen Zusammenhang gibt, das ist mein subjektiver Eindruck, aber ich hatte den Eindruck hier bei Herrn Seibert, dass er die Frage nicht so richtig verstanden hat. Das kann natürlich vorkommen, kommt bei mir auch manchmal vor. Der Herr Seibert hat ja auch sehr viel zu tun. Es gab dann aber auch noch eine zweite Frage, wo ich den Eindruck hatte, dass er die Frage nicht richtig verstanden hat. Da sind wir dann auch noch aneinander geraten. Ein bisschen, weil er sagte, doch, Sie haben so gefragt. Ich finde, meine Frage richtete sich nach was anderem. Schauen Sie es an. Dann habe ich als nächstes auf der Liste Herrn Reitschuster. Das war mal noch ein Thema, glaube ich. Eine Frage an Herrn Seibert, gegebenenfalls auch Herr Alter. Die epidemische Lage soll ja über die Bundestagswahl hinaus verlängert werden. Und nun gibt es Parteien, die sagen, das sei eine Verzerrung des Wettbewerbs. Der Herr Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linken, hat etwa gesagt, seine Partei leide da besonders, weil sie besonders viel mit den Menschen arbeite im Wahlkampf. Wie wollen Sie solchen Befürchtungen begegnen? Wie wollen Sie hier eine Wettbewerbsverzerrung bei den Wahlen vermeiden? Danke. Also, um es mal klar zu machen, worum geht es bei dieser sogenannten epidemischen Lage von nationaler Tragweite?
Die hat der Bundestag festgestellt und nur der Bundestag kann nach Infektionsschutzgesetz diese epidemische Lage von nationaler Tragweite entweder aufheben oder sie eben verlängern, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen. Warum ist das etwas, was sehr bedenkenswert ist? Weil die Feststellung durch das Parlament dieser epidemischen Lage von nationaler Tragweite die Voraussetzung für alle zentralen Regelungen zur Eindämmung der Pandemie ist. Durch diese Feststellung hat der Bundesgesundheitsminister die Möglichkeit, Verordnungen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, zur Bewältigung der Pandemiefolgen zu erlassen im Bereich Infektionsschutz, Gesundheitswesen, Pflege, die Impf-, die Test-, die Einreiseverordnung. Das alles hängt in gewisser Weise daran. Es ist genauso die Feststellung dieser epidemischen Lage von nationaler Tragweite Voraussetzung für die speziellen Maßnahmen, die die Bundesländer zur Eindämmung des Virus erlassen können. Zum Beispiel Maßnahmen im letzten Sommer wurden welche ergriffen, als es regionale Ausbrüche im Zusammenhang mit der Fleischverarbeitungsindustrie gab. Also, da wir bei allen positiven Entwicklungen, über die wir uns ja alle gemeinsam sehr freuen, noch nicht sagen können, dass die Pandemie vorbei ist, ist es wichtig, darüber zu beraten, ob diese Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite fortbestehen soll. Ich habe bereits am Freitag gesagt, die Bundeskanzlerin unterstützt eine solche Verlängerung. Es ist nicht an mir zu sagen, eine Verlängerung bis dann oder bis wann, denn das ist der Gesetzgeber, das ist der Bundestag, der das berät und beschließt. Und einen Zusammenhang mit den Wahlkampfanstrengungen einzelner Parteien, zumal ich annehme, dass alle von sich in Anspruch nehmen, dass sie versuchen, auf die Bürger und Bürgerinnen zuzugehen im Wahlkampf, sehe ich nicht. Zusatz? Jetzt haben Sie sich aber ganz auf die epidemische Lage konzentriert. Vielleicht haben wir da ein Missverständnis. Ja, nee, es ging in erster Linie darum, ob durch die Corona-Situation, durch mögliche Einschränkungen, eine Wettbewerbsverzerrung im Bundestagswahlkampf möglich ist und was die Bundesregierung tut, um das zu vermeiden. Danke. Also, nach meiner Erinnerung hatten Sie mich nach der epidemischen Lage von nationaler Tragweite gefragt. Deswegen habe ich Ihnen diese Antwort gegeben, weil das wichtig ist, dass auch Menschen verstehen, worum es dabei geht. Daran hängen dann tatsächlich viele Einzelmaßnahmen, die Land oder Bund ergreifen können. Und deswegen kann ich mich hier nicht pauschal äußern und spekulativ äußern, welche Maßnahmen im August oder September möglicherweise noch ergriffen werden oder auch nicht mehr nötig sind. Das ist nicht der Ausblick, den ich Ihnen hier geben kann. Gibt es weitere Fragen zu diesem Zusammenhang epidemische Lage/Wahlkampf? Das sehe ich erstmal nicht. Ja, und in meinen Fragen ist er der Frage ausgewichen. Die Frage war nicht dahingehend, dass die epidemische Lage im Vordergrund steht, sondern dahingehend, wie will man eine Wettbewerbsverzerrung durch Corona-Maßnahmen ausgleichen? Und diese Frage ist in meinen Augen nicht beantwortet worden. Nicht beantwortet hat auch das Gesundheitsministerium wieder eine Frage nach dem ZDF-Bericht, über den ich schon geschrieben habe. Schauen Sie sich das an. Herr Reitschuster, nochmal zum Thema Corona. Jawohl, Herr Kautz, es gab einen Bericht im ZDF, da hieß es unter anderem, dass die Corona-Toten auch Zahlen von Menschen enthalten, die schon mehr als 10 Wochen zuvor krank waren. Es hieß, dass keine Panels erhoben wurden, dass das sehr, sehr wichtig wäre. Ich will es nicht ausführen, da war von einer Datenerhebungskatastrophe die Rede. Und in dem ZDF-Bericht heißt es, das Gesundheitsministerium habe sich nicht geäußert. Da das ja doch sehr schwerwiegende Vorwürfe sind, kann man da damit rechnen, dass sich das Gesundheitsministerium doch noch dazu äußert, zu diesen Vorwürfen. Danke. Wir äußern uns zu allen Presseanfragen, vielleicht nicht so zeitnah, wie sich das die Redaktionen immer vorstellen. Dafür bitte ich um Entschuldigung, aber wir antworten auf alle Presseanfragen. Aber einen ZDF-Bericht werde ich jetzt an dieser Stelle sicherlich nicht kommentieren. Aber Sie können vielleicht kommentieren, wie es darum, warum keine Kohorten, also Panels erhoben werden und wie Sie generell zur Kritik stehen, dass das die Bekämpfung der Pandemie sehr, sehr erschwere. Herr Reitschuster, nochmal, ich kenne diesen ZDF-Bericht nicht, ich werde den nicht kommentieren an dieser Stelle. Also, wie geht's Ihnen? Ich sehe da einen eklatanten Widerspruch. Der Herr Kautz, der Chefsprecher von Jens Spahn, sagt einerseits, wir beantworten alle Presseanfragen, dann sagt er aber, man kommentiert die nicht. Und
Mir ging es ja heute nicht um einen Kommentar zu dem ZDF-Bericht, sondern es war eine eigenständige neue Presseanfrage von mir, die wieder nicht beantwortet wurde. Und das sind schwerwiegende Vorwürfe. Wenn die Totenzahlen so nicht stimmen, weil da Menschen dabei sind, die vor 10 Wochen Corona hatten, wenn es diese Panels nicht gibt, diese Projekte, die Kohorten, wie man das im medizinischen Sprachgebrauch nennt, die ganz, ganz wichtig sind, um eben die Infektionen zu verstehen, dann ist das ein Politikum. Und in meinen Augen hat das Ministerium da zu antworten. Umso mehr, wenn die Grundrechte der Menschen so stark eingeschränkt sind. Dass diese Antwort nicht kommt, finde ich bemerkenswert. Aber darf man ja nicht sagen, ist ja Verschwörungstheorie, Populismus, rechtsradikal. Ja, apropos Verschwörungstheorien. Da konnte ich mich heute nicht zurückhalten, als die Sprecherin von Heiko Maas, dem Außenminister, sagte, da gehe es bei einer Konferenz auch um die die globale Ordnung nach Corona. Neu hat sie nicht dazu gesagt, um Gottes Willen. Und da wollte ich dann nachhaken. Die diesjährige BOKU steht unter dem Motto Build Back Better, Außenpolitik für die Zeit nach Corona. In verschiedenen digitalen Workshops und Foren werden Botschafterinnen und Botschafter über europäische Souveränität, transatlantische Zusammenarbeit und die globale Ordnung nach Covid-19 diskutieren. Bevor wir damit gleich anfangen mit dem Thema und insgesamt Corona, lassen Sie mich kurz die zwei Fragen des Auswärtigen Amtes aufrufen. Zur Botschafterkonferenz. Gibt es dazu Fragen? Herr Reitschuster, bitteschön. Frau Sasse, eine Verständnisfrage. Sie sagten, es gehe um die globale Ordnung nach Corona. Geht das Auswärtige Amt davon aus, dass die sich unterscheidet von der globalen Ordnung vor Corona? Danke. Ich kann dazu nur sagen, dass uns das letzte Jahr und die Corona-Pandemie natürlich geprägt hat und dass es in den digitalen Workshops und Foren der Leiterinnen und Leiter unserer Auslandsvertretung darum gehen wird, Fragen zu diskutieren, die mit der Pandemie auch in Zusammenhang stehen. Fragen der europäischen Souveränität, der transatlantischen Zusammenarbeit und auch globalere Fragen, wie ich gerade schon gesagt habe, die mit der Pandemie in Zusammenhang stehen. Gibt es noch eine Nachfrage? Genau. Es gibt ja viele Menschen, die Angst haben vor einer neuen globalen Ordnung. Die Politik sagt, das ist eine Verschwörungstheorie. Können Sie die in irgendeiner Weise von der Politik her beruhigen? Danke. Ich kann Ihnen dazu jetzt nicht mehr als das sagen, was ich gerade zur Botschafterkonferenz gesagt habe. Ja, jetzt gibt man der Regierung so eine Steilvorlage. Sagt, da draußen sind die bösen, bösen, bösen Verschwörungstheoretiker. Und was kann man denen antworten, dass es nicht stimmt? Und dann wird eigentlich nichts geantwortet. Also, wenn ich solche Steilvorlagen gebe, da muss ich jetzt aber auch dazu sagen, das ist natürlich extrem schwierig. Also, da würde ich jetzt bei dieser Frage und in diesem Moment auch nicht als Pressesprecherin da sitzen wollen. Und von daher, ich glaube, Frau Sasse hatte es da wirklich sehr schwierig. Das war eine Lose-Lose-Situation. Ja, leider, es war nicht so gedacht, aber das ist natürlich auch sehr schwierig für eine Sprecherin da zu antworten. Andererseits, da hätte sich dann Herr Seibert zum Beispiel, der ja doch sozusagen Champions League sein muss als Regierungssprecher, der hätte sich da dann einschalten können. Und das wäre doch eine wunderbare Gelegenheit gewesen, da einfach mal zu zeigen, das ist alles böse Verschwörungstheorie. Und wie gesagt, ich bin da neutral, ich frage nur. Also es ist ja hochgradig vergiftet, dieses Thema. Ja, sobald man das Wort Great Reset in den Mund nimmt, ist man Verschwörungstheoretiker, dann wird aber völlig unterschlagen, dass das der Herr Schwab ist, der Vorsitzende vom World Economic Forum, der ein Buch mit diesem Titel geschrieben hat und dass auch Frau Merkel von großen Transformationen gesprochen hat. Aber wollen wir dieses Fass heute gar nicht aufmachen. Jetzt noch ein paar Szenen, wie immer, Material von Phoenix, schauen Sie dort rein, da sehen Sie die ganze Bundespressekonferenz, dann haben Sie nicht den Zusammenschnitt wie bei mir, aber ich muss zusammenschneiden, sonst wird das ja hier ein Epos und ich will Sie auch nicht hier stundenlang in Beschlag nehmen, deshalb jetzt hier nur noch ein paar Szenen, teilweise nur die Fragen oder nur ganz kurz oder gar keine Antworten, damit Sie einen Eindruck bekommen darüber, was hier wichtig war. Herr Stoll. Ja, Ulrich Stolz, ZDF Frontal 21. Herr Kautz, wenn jetzt ab heute Jugendliche geimpft werden, die 12 Jahre und älter sind, welche Rechtssicherheit haben die Ärzte denn, wenn keine Empfehlung der STIKO vorliegt, dass diese Impfungen sinnvoll und gefahrenfrei sind? Und haben sie genug Impfstoff für die Kinder? Sie haben dieselbe Rechtssicherheit wie bei den anderen Impfungen auch.
denn es gibt eine Zulassung für diesen Impfstoff, für diese Altersgruppen und damit kann dieser Impfstoff eingesetzt werden. Das ist unabhängig von der Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Der Minister hat am Wochenende betont, dass am Anfang nicht genug Impfstoff für alle da sein wird. Also wir können jetzt auch nicht in den ersten Wochen alle 12- bis 16-Jährigen durchimpfen. Das wird sicherlich nicht der Fall sein. Nachfrage? Warum sind Sie denn dann vorgeprescht, wenn es nicht genug Impfstoff gibt und keine Empfehlung der STIKO? Dann hätten Sie doch später die Kinder zur Impfung zulassen können. Warum? Ja, weil ja offenbar weder eine Empfehlung vorliegt, noch genug Impfstoff da ist. Aber für die anderen, also weiß ich nicht, ich folge Ihrer Logik nicht. Wir haben ja verschiedentlich gesagt, auch der Minister hat gesagt, dass wir nach anderthalb Jahren Pandemie Kindern und Jugendlichen auch die Möglichkeit eröffnen wollen, sie zu schützen. Es geht um das Thema Impfen und Herrn Kautz, Sie hätte ich ganz gerne gefragt, weil ja heute die Impfpriorisierung in den Arztpraxen aufgehoben wurde und die Betriebsärzte mit impfen können. Es gibt ja Sorge, dass nun die Arztpraxen überrannt werden, der Frustrationslevel steigt, weil jeder sofort geimpft werden möchte. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ab welchem Zeitpunkt, also können Sie das zeitlich festmachen, rechnen Sie damit, dass man zeitnah einen Impftermin bekommen kann, wenn man nicht priorisiert ist? Wird das noch im Juni sein oder dann erst im Juli? Das kann ich Ihnen nicht auf den Tag genau sagen. Klar ist, dass jetzt nicht zum ersten Tag alle einen Impftermin bekommen können. Dazu Herr Reitschuster und dann Herr Rinke. Herr Seibert, ich kann mich gut erinnern, vor einigen Jahren hat die Bundeskanzlerin gesagt, also dass die Bedingung ist, dass das weiter durch die Ukraine läuft. Verstehe ich Sie jetzt richtig, dass das einzig und allein an diesem bilateralen Vertrag zwischen beiden Ländern festgemacht wird? Danke. Unsere zentrale politische Überzeugung hat sich nicht geändert. Die Ukraine muss Gastransitland bleiben. Wir haben als Bundesregierung dafür sehr viel Arbeit investiert, haben die Verhandlungen gemeinsam mit der Europäischen Union begleitet und sind froh darüber, dass 2019 dieser Transitvertrag zustande kam, auf dessen Einhaltung natürlich zu erwarten ist. Die Ukrainer machen sich sehr große Sorgen, dass die Russen, wie Sie sagen, wieder wortbrüchig werden. Und die Bundesregierung hat also als einzige Garantie für die Ukrainer diesen Vertrag. Oder gibt es noch irgendetwas mehr, was die Bundesregierung den Ukrainern zusichern kann? Vielen Dank. Wir haben hier gerade auch in der letzten Woche aus gegebenem Anlass wieder über die verschiedenen Formen der Unterstützung, die Deutschland, also die Bundesregierung, der Ukraine zukommen lässt, schon seit Jahren gesprochen. Das alles könnten wir jetzt hier noch einmal erwähnen. Aber wie gesagt, es gibt einen Vertrag zustande gekommen unter Vermittlung der EU und der Bundesregierung. Und dieser Vertrag ist gültig. Er läuft bis Ende 2024. In dem Vertrag ist zumindest die Möglichkeit einer Verlängerung auf weitere zehn Jahre angelegt. Wir sind überzeugt, dass dieser Vertrag einzuhalten ist. Herr Jung? Ja, zwei Fragen. Zum einen. Eine Frage, eine Nachfrage. Ich möchte darauf hinweisen, dass eine Frage, die letzte Woche hier gestellt wurde und die nachgereicht werden sollte, noch nicht beantwortet wurde, nämlich ob die Bundeswehr diejenigen ausgebildet hat, die jetzt die Regierung weggeputscht haben. Da schulden Sie uns noch eine Antwort. Und zweitens habe ich das richtig verstanden, dass die Franzosen die malische Armee jetzt nicht mehr ausbilden, temporär zumindest, aber wir weiterhin schon, korrekt? Also was die Nachreichung angeht, Herr Jung, da sind wir dran. Das haben wir Ihnen ja auch am Freitag zugesagt. Ich hoffe, dass ich vielleicht am Mittwoch spätestens zur kommenden REC-PK Informationen zusammentragen kann und sie Ihnen übermittle. Und falls Sie Fragen zur französischen Operationsführung haben, müssen Sie die an das französische Verteidigungsministerium richten. Ja, weil das wurde ja schon öffentlich beantwortet, dass Sie aktuell die Ausbildung aussetzen. Warum setzt die Bundeswehr dann die Ausbildung nicht aus? Wir haben einen mandatierten oder zwei mandatierte Aufträge und denen kommen wir nach. Die sich impfen lassen können. Das war's für heute. Vielen Dank aus dem Zentrum von Berlin, dem Schiffbauerdamm, vor der Bundespressekonferenz. Einen hätte ich noch, ich hätte wieder etwas sehr Wichtiges vergessen. In der Früh war die Bundespressekonferenz mit Herrn Lindner. Ich habe die nicht besucht, ich habe aber online Fragen gestellt und zwar zwei Fragen. Zum einen hatte ich ihn gefragt,
was er denn von dieser Operation Heuss hält. Das sind junge Liberale, die im Internet quasi Jagd auf Menschen machen, die sie für Verschwörungstheoretiker halten. Haben auch da über mich ganz böse geschrieben, Desinformationsportal oder irgendetwas in dieser Richtung. Liberale FDP ist eine Partei, für die ich eigentlich große Sympathien hätte, wenn nicht das passieren würde, was hier gerade mit ihr passiert. Und ich fragte ihn, wie er dazu steht und zu der Kritik, dass dies ja Gesinnungspolizei sei. Ich weiß nicht, ob es das im Internet gibt. Wenn es das gibt, schneide ich es Ihnen hier rein. Ansonsten erzähle ich es Ihnen kurz. Jetzt entweder Original oder meine Erzählung. Dann habe ich eine Frage von Herrn Reitschuster online. Wie stehen Sie zu der Operation Heuss von FDP-Mitgliedern und zu der Kritik, dass sich dabei um Gesinnungsschnüffelei handle? Die FDP ist die Partei der Meinungsfreiheit. Und wenn sich Parteimitglieder oder liberale Aktivistinnen und Aktivisten engagieren, dann ist das deren persönlich private Angelegenheit. Ich unterstreiche, dass wir die Partei der Meinungsfreiheit sind und das gilt in alle Richtungen. Er hat ganz, ganz kurz geantwortet, also in meinen Augen fast schon ein Ignorieren der Frage. Es ist natürlich eine interessante Logik, dass die Bekämpfung von Meinungspluralismus und von Meinungsfreiheit, dass die mit der Meinungsfreiheit begründet wird. Und tatsächlich gesellschaftlich gesehen finde ich das richtig. Jeder hat das Recht auch auf sowas. Aber wenn das innerhalb einer Partei passiert, dann ist es natürlich nochmal etwas anderes. Wenn ein CDU-Mitglied offen für den Sozialismus wäre, dann wäre das auch etwas anderes. Also von daher hier ein Ausweichen von Herrn Lindner, das umso bemerkenswerter ist, als er ja durchaus seinen eigenen Reihen auch unter Beschuss ist, weil sein Vize Herr Kubicki das sehr kritisch sieht. Die zweite Frage, die drehte sich dann darum, er hatte zumindest einmal, vielleicht auch mehrmal hier von konstruktiver Kritik gesprochen, dass man konstruktive Kritik äußern müsse, und für mich klang das ein bisschen so wie kontrollierte Opposition, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist böse übertrieben, aber ich habe das ja in Russland erlebt. So, also im Großen sind wir mit allem mit der Regierung einverstanden, aber in Nuancen nicht. Und ein paar Anmerkungen von ihm heute, die gingen für mich in diese Richtung, ohne das gleichsetzen zu wollen, ganz klar. Aber da habe ich besondere Sensibilität, da bin ich besonders empfindlich, und darum wollte ich heute von ihm dann noch wissen, wo er den Unterschied sieht zwischen konstruktiver und nicht konstruktiver Kritik. Und ich hoffe, wir haben es jetzt. Und wenn wir es nicht haben, dann haben wir Pech, weil ich genau in diesem Moment, also der hat mit einem Satz geantwortet. Und da ich den Satz nicht gehört habe, ich war wirklich in diesem Moment, habe ich das nicht gehört, kann ich es nicht beurteilen. Vielleicht war der Satz so genial und wunderbar, dass damit alles beantwortet war. Vielleicht war es aber auch einfach eine Ohrfeige, so nach dem Motto, dem Reitschuster antworte ich gar nicht. Dann habe ich noch eine Frage von Herrn Reitschuster an Sie, Herr Lindner. Sie haben gesagt, Sie stünden für konstruktive Kritik. Wo sehen Sie den Unterschied zwischen konstruktiver und nicht konstruktiver Kritik? Nicht konstruktive Kritik unterbreitet keinen Gegenvorschlag. Kurz beantwortet. Kollege. Im Zweifelsfall spreche ich jetzt hier nochmal den Kommentar rein, wenn die Stelle da ist. Ja, 1:0 hier für Christian Lindner. An der Antwort ist nichts auszusetzen. Sie ist sehr clever. Sie umschifft die eigentliche Kritik, die in der Frage impliziert ist, aber sie ist völlig korrekt. Ich hätte gerne nochmal nachgehakt, aber wenn man nicht da ist, dann wird man dadurch bestraft, dass man das nicht kann. Und was bei ihm ja auch nicht deutlich wird, ich denke, Politiker müssen vielleicht konstruktiv kritisieren mit Gegenvorschlägen. Journalisten sind aber keine Politiker und sie müssen sich auf das Kritisieren konzentrieren, denn sonst werden sie zu leicht zu Politikern oder zu politischen Akteuren. Ja, Sie sehen, es ist etwas kompliziert ohne eigene Technik, ohne Übertragungsteam. Das war es für heute aus der Bundespressekonferenz. Alles Gute, danke, ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster. Ja, und das Backstage. Jetzt kann ich endlich die Geschichte auflösen mit Thilo Jung, habe ich ja schon gesagt, wie der sich in meinen Augen auf die Knochen blamiert hat. Er hat ja mich da abgemahnt über den Anwalt, weil ich 11 Sekunden Splitter aus einem Video von ihm
genommen habe, die Herrn Seibert zeigen, die auch sonst überall verfügbar sind im Internet von anderen. Und da will er 500 Euro Lizenzgebühr und über 1500 Euro Anwaltsgebühr. Obwohl ich das freiwillig sofort, nachdem er mir geschrieben hat, heruntergenommen habe, schon vor 3 Wochen mich entschuldigt habe. Und ich dachte, okay, mit ist die Sache vom Tisch, habe mich entschuldigt. Und nein, dann kommt das. Und jetzt das Wunderschöne, ich habe ja so wunderbare Leser. Und diese Leser haben dann gefunden, dass Thilo Jung ein 23, glaube ich, sekündiges Video von mir auf Twitter hochgeladen hat, das es nur bei mir gab. Und da geht es um Herrn Maaßen, weil ich da Herrn Maaßen in Schutz nehme. Und also er hat da sich bei mir bedient, mein Copyright in meinen Augen glasklar verletzt. Und das ist alles kein Thema. Wenn ich dann 11 Sekunden als kleine Schnipsel, die man auch anderweitig bekommt, reinnehme, dann kommt der Anwalt, dann kommen 1500 Euro, dann kommen 500 Euro Lizenzgebühr. Meine Idee ist jetzt zu schreiben, ich gehe davon aus, dass die ganze Sache damit erledigt ist und dann fällt es unter den Tisch. Wenn er das nicht so sieht, wenn ich dann nochmal was von ihm höre, dann kriegt er die gleiche Anwaltsrechnung und dann kriegt er sogar eine höhere Honorarrechnung. Aber ich will mich damit nicht bereichern, ich will da kein Geld. Ich werde dann meinen Lesern auf der Seite die Auswahl überlassen, für welche gemeinnützige Organisation dieses Geld gespendet werden soll, weil das habe ich wirklich nicht nötig. Ich bin ja auch schon hier von diesem einem dieser Hetzportale da, also ganz schlimm über mich geschrieben und nehmen auch ein Bild von meinem Videokanal, was sie nicht dürften, wo ich sie auch abmahnen könnte und Geld von ihnen bekommen könnte. Aber auf dieses Niveau da dann mit Urheberrecht, da will ich mich nicht drauf herabbegeben. Das reicht mir, dass zum Beispiel der Herr Gensing da mich einmal verklagt hat, deswegen, weil ich auf Twitter etwas geteilt habe. So, das war es jetzt für heute. Alles Gute, nochmal beste Grüße vom Schiffbauerdamm, danke, ciao. Ja, statt einem Witz, aber ich finde, das ist auch ein Witz. Also, ich finde, das ist eigentlich sogar besser als mancher Witz. Danke, ciao. Und zwei Dinge hätte ich doch noch. Zum einen der obligatorische Hinweis an Thilo Jung, dass ich jederzeit zum Dialog bereit bin. Ich habe ihm das auch schon vor langer Zeit gesagt. Bitte gerne Mann zu Mann, darf man wahrscheinlich nicht mehr sagen, Mensch zu Mensch, offener Dialog. Ich finde es immer viel besser, miteinander zu sprechen, als übereinander und hinter dem Rücken des anderen etwas Böses über den zu sagen. Also bitte Schlagabtausch, offen, fair, Ort nennen, Art nennen und ich bin jederzeit bereit, da hat sich nichts geändert. Und zum Schluss dann noch einen Schlagabtausch heute auf der Bundespressekonferenz mit der AfD, wo ich nicht dabei war, und danach die Reaktion des Kollegen auf Twitter. Nochmal auf diesem Wege alles Gute, danke, ciao. Die Corona-Pandemie als schwere Grippewelle verharmlost. Herr Reichert hat gerade von der Förderung von Familien geredet. Da geht es aber auch laut Ihrem Wahlprogramm und Ihrem Parteiprogramm um deutsche Eltern, die ein Begrüßungsgeld bekommen sollen, wenn Neugeborene kommen, nicht ausländische Eltern. Und ist dieser offen rechtsextremistische Kurs Ihres Landesverbands Vorbild für die Bundestagswahl? Ich kann Ihnen das gerne an Herrn Kirchner weitergeben, weil ich distanziere mich nur von Aussagen, die ich selbst tätige und für die ich selbst Verantwortung trage. Und Herr Kirchner ist Landesvorsitzender, Sie haben ihn gerade als Rechtsextremisten hier bezeichnet. Ich denke, er kann da Ihnen gerne Auskunft geben. Das kann ich gerne tun. Ich meine, wenn ein offen linksextremer Journalist mich Rechtsextremer nennt, dann muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das wäre ja so, als wenn mir Erich Mieke in der DDR die Demokratie hätte erklären wollen. Jetzt müssen Sie mir mal erklären, wo ich rechtsextrem bin. Wenn mir der Verfassungsschutz vorwirft, rechtsextrem zu sein, weil ich in einer Landtagsdebatte zum Ministerpräsidenten sage, Herr Ministerpräsident, ich lasse nicht kampflos zu, dass Sie die Zukunft meiner Kinder planen, das bestimme ich schon gerne selbst. Wenn das für Sie als Journalist ausreicht, dass jemand rechtsextrem ist, dann nehme ich das zur Kenntnis, kann da aber wirklich nur lachen und schmunzeln darüber. Dann die Frage war ja, ob Sie diesen offen rechtsextremistischen Kurs, ist es alles nachzulesen, warum Herr Kirchner als rechtsextrem gilt? Ja, den gibt es doch nicht, den Kurs. Den sehen Sie so, als links, als linker Journalist. Diesen Kurs gibt es nicht und Sie wissen ganz genau, dass das Behauptungen einer Behörde sind, mit der wir im Rechtsstreit sind. Und diesen Rechtsstreit warten wir gemeinsam erstmal ab. Vielen Dank. Herr Reichert?
Ja, also muss doch mal ganz deutlich sagen, Sie arbeiten doch hier mit völlig aus dem Zusammenhang gerissenen und auch falschen Aussagen. Also erstens mal steht überhaupt nichts davon drin, dass das nur deutsche Kinder sein müssen und Ähnliches. Das steht nicht im Programm, das ist einfach falsch. Es steht dort ein deutsches Elternteil drin, das ist richtig. Dankeschön. Dazu stehen wir auch, ja, das hat aber nichts mit nur deutschen Eltern zu tun. Entschuldigung, das ist einfach unwahr. Sie haben hier schon mit einer unwahren Frage das Ganze eröffnet. Es geht hier gar nicht um nur deutsche Eltern. Wenn da ein Elternteil eben nicht aus Deutschland stammt, dann hat auch das Kind einen Migrationshintergrund und Ähnliches. Das ist also völlig falsch. Es ist genau die Art von Journalismus, die uns überall entgegenschlägt. Mit Halbwahrheiten arbeiten Sie. Und dann bringen Sie die Frage auf. Sie sagen, jemand ist Rechtsextremist, weil er die Corona-Maßnahmen anzweifelt. Da stelle ich mir schon die Frage, wo da überhaupt der Zusammenhang besteht. Ja. Das ist also eine Fragestellung, die ist, also ich sag mal, die ist ja schon intellektuell für jemanden, der das noch halbwegs klar durchblickt, überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Also Sie sind offensichtlich ein ideologischer Journalist und versuchen hier unsere Partei in eine extremistische Ecke zu schieben. Und das ist genau das, was leider viel zu oft passiert. Ich will Ihnen mal ganz ehrlich sagen, es muss mal endlich auch darüber gesprochen werden. Bei uns wird alles Mögliche in die rechtsextreme Ecke gestellt. Was fragen Sie denn eigentlich bei den Grünen nach den K-Grüpplern, die dort Ministerpräsident geworden sind? Was fragen Sie denn bei Herrn Trittin nach seiner politischen Grundgesinnung? Da sind Maoisten dabei in führenden Positionen. Die sind damals einem Mann hinterhergelaufen, der für den Tod von Millionen Menschen verantwortlich ist. Hier wäre doch mal der kritische Journalismus in Deutschland gefragt. Der findet aber nicht statt. Stattdessen präsentiert man einen Baerbock-Hype und tut so, als wären die Grünen eine bürgerliche Partei. So, jetzt lassen Sie mich kurz ein Wort sagen. Ich glaube, dass wir kein Deut weiterkommen, wenn wir uns jetzt hier gegenseitig beschimpfen. Sie hier oben, nicht die Kolleginnen und Kollegen im Saal, bitte nicht. Und über die Kolleginnen und Kollegen im Saal bitte ich, das eben nicht zu tun, unsere Gäste zu beschimpfen.